bevor ihr dieses Video anschaut, seid ihr euch sicher, dass ihr das anschauen wollt. Es werden Gewaltszenen gezeigt, es werden nackte Haut gezeigt, es wird viel mit Drogen gearbeitet und es wird viel mit Schimpfwörtern gearbeitet. Ich kann jetzt nicht mehr nachts schlafen, seitdem ich dieses Spiel gespielt habe. 1, 2, Werdezeit. Viel Spaß. Hallo, hallo, hallöchen. Und willkommen zum creepiesten Spiel der Welt. So, da wären wir jetzt. Und ich weiß nicht wohin. Was das hier alles heißt. Na, ja, wir wollen Charlotte suchen. Okay. Wir haben Charlotte gefunden. Hey Charlotte, bist du mir böse? Charlotte? Hallo? Was ist jetzt los? Bin ich jetzt auf einmal in den Rollstuhl? Okay. Schwester Nummer 1, hallo Schwester Nummer 1. Was gibst du mir da Gutes? Lecker. Danke. Ich habe nichts getan. Ich habe nur gehorcht. Mama, lass uns nicht allein. Mama, ich habe nichts getan. Ich habe nur gehorcht. Charlotte ist weg. Ich habe nichts getan. Ich habe nur gehorcht. Okay. Du hast mich jetzt ganz sicher sediert, du blödes Dreckschwein. Mich zu Vögel. Betten. Mama lässt uns nicht allein. Charlotte, ich habe mir jetzt getan. Ich habe nur gehorcht.
auch wenn wir böse sind. Sie hat uns lieb. Ja. Auch wenn wir böse sind. Ich habe nichts getan. Ich habe nur gehorcht. Hi. Du bist wohl die Nächste, Armin. Das ist wieder eine Nackete. Warum sind da so viele Nackete? Erzählt es, dass ich nicht will? Vielleicht? Erzählt das? Eine Nonne? Ach, wird jetzt die Abtreibung gezeigt? Ja. Oder so ähnlich. Oder siehst du sie? Was ist los? Ach nö, oh, die Elektronen. Oh, scheiße. Die Elektrotherapie, wenn er was fragt, du nicht dementsprechend antwortest. Oh. Das war doch eigentlich so, hätte ich jetzt mal gesagt. Neues Kapitel 11. Alter, das wird... Oh. Ach, hier ist das lustige Teil. Pieps. September 1938. Die Geisteskranke steigert sich auf den Anfälle, bei denen sie klagt, jammert und wütend wird. Heute Morgen hat sie die Milch weggeschüttet unter der Behauptung, es befänden sich darin Urin, Spucke und anderes Ekelhaftes. Sie hat Halluzinationen und hört Stimmen, die Befehle geben. Laut ihren Erzählungen gibt es Kinder, die sie singen hört und die in einer Schule eingesperrt sind. 20. Januar 1939. Mutistisch, benommen, vollkommen unaufmerksam. Auf Fragen und Reize reagiert sie mit Weinen und Tränen, andernfalls lacht sie. 1. Juni. Sie ist apathisch, nimmt kaum etwas zu sich, sie weigert sich berührt zu werden, sie antwortet nicht. Laut Meldung der Köchinnen verbringt sie ihre Zeit draußen im Park auf einer Bank vor der Küche. 14. Oktober. Wieder impulsives Verhalten. Heute Morgen hat sie sich 2 Eier für süßen Eierschaum geben lassen. Kaum hatte sie sie in der Hand, hat sie alles weggeschleudert. Erregt, agitiert, leicht verwirrt, sie entkleidet sich. 8. Dezember. Sie ist seit 15 Tagen am Bett festgebunden. Sie ist gut gestimmt, spottet immer mehr, benutzt vermehrt Schimpfwörter, lacht laut hinaus, sie masturbiert. Laut Meldung der Krankenschwestern befand sie sich vor etwa 2 Wochen allein in der Dusche und wollte nicht herauskommen. Laut ihrem Bericht hat sie, als sie weggebracht wurde, laut geschimpft und dann um sich geschlagen und gebissen. 2 Krankenschwestern mussten verarztet werden. Seitdem wurde sie nicht mehr losgebunden. In die Abteilung halbruhige Geisteskranke verlegt. Bis jetzt Behandlung durch Dr. B., künftig durch Dr. C. Ich war mit Amara im Duschraum. Die Erinnerung macht mir Angst.
Aber sie sind ja nicht die Wirklichkeit. Sie sind nicht wahr, oder? Und dann wird die Stimme gefragt. Welche Antworten geben wir ihr, Koya? Entweder geben wir Antwort A, alles nur Einbildung. Wir geben wir Antwort B. Von welcher Wirklichkeit sprechen wir eigentlich? Oder wir geben Antwort C. Du bist deine Erinnerung. Ja, du bist deine Erinnerung. Du hast nichts mit der Wirklichkeit zu tun. Du bist deine Erinnerung? Ich darf mal raten. Bei C tät sich Umbringer. Bei B. Ich sage mal B. Wir geben mir mal B. 15. Dezember, Dr. C. Anmerkungen zu der Patientin. Ihr abnormaler psychischer Zustand war Grund für ein nachlässig geführtes, ungeregeltes Leben, einschließlich der Neigung zu Straftaten. Sie ist launenhaft, leichtsinnig. Sie lässt in regelmäßigen Abständen ihre Hausarbeiten liegen, um als Straßenprostituierte ihre Dienste anzubieten. Prostituierte? Ich? Nein, ich glaube wirklich nicht, dass ich je... Oder sind es meine Erinnerungen, die mich täuschen? Was könnte ich noch Schreckliches getan haben, ohne irgendeine Ahnung davon zu haben? Die Ungewissheit, die Furcht vor meinen eigenen Handlungen, das gehörte zu dem, was mich am meisten quälte. Wegen ihrer Geisteskrankheit reagiert sie nicht auf Ermahnungen seitens der Verwandten. Es gab Anzeichen für Selbstmordgedanken. Sie ist gestern in diese Abteilung gekommen, sie war äußerst erregt, agitiert. Behandlung mit Cardiazol, 2 Spritzen pro Woche, Dauer 5 Wochen. Mit den Behandlungen versuchen sie uns zu verwirren. Mein Gott, und wie ihnen das gelang. Als ob sie dir die Geisteskrankheit einverleiben wollten. Und die Stimme sagt, entweder A. Das waren die einzigen Behandlungen, die ein Versuch wert waren. Antwort B. Ihr wart so viele und weil es so wenige waren, blieb ihnen da etwas anderes übrig, als die Hölle so in Schach zu halten. Oder wir geben Antwort C. Der Zweck heiligt die Mittel, wenn es um Macht geht. Puh, damals haben sie wahrscheinlich mehr auf A gedacht. Das war die einzige Behandlung, die ein Versuch wert waren. Oder Antwort B. Ja, weil es so viele waren und weil es so wenig Waren gaben, blieb ihnen nichts anderes übrig, als aufs Eide zurückzugreifen. Puff. C. Zweck heiligt die Mittel, wenn es um Macht geht. Ich schätze mal, damals haben sie die auf den Strich teilweise geschickt, um ihre Behandlungen zu finanzieren. Mit. Es war wie eine Folter. Keiner konnte sich wehren. Niemand hat uns etwas erklärt oder versucht, uns etwas zu erklären. Wie Tiere in einer Herde. Das war jetzt keine Frage, aber ich muss eine Antwort geben. Ja, ihr wart zu viele und das... Ihr wart zu viele und da sie so wenig waren, ging es nicht anders. Für sie war es auch ein Albtraum hier drin. Sie wussten nicht, wie sie mit euch umgehen sollten. Oh, dann tendiere ich mehr zu beige und Sport. Eure Seelen waren verdammt und verflucht. Ihr wart gefährlich. Wer hätte sich sonst um euch gekümmern sollen? Oh, das sieht auch einen ganz tollen alten Geist. Ja, und die Zeit 1949 war es, gell, ja. 39 sogar. Ja, da haben sie mehr wie sie gedacht. Gott heiligt, reinigt alles. 2. Juni. Lange Zeit war die Patientin ruhig, hat sich besser gefühlt. Heute ist sie sehr unruhig, erregt, wehrt sich sogar mit Gewalt gegen die frauenärztliche Untersuchung. Sie schimpft und verflucht ihre Erzeuger, schlägt sogar um sich. Laut Dr. B. wird die Patientin, die im 3. Monat eine Fehlgeburt erlitt, seit etwa 2 Jahren regelmäßig untersucht.
Ihre Schwangerschaft war Folge des Geschlechtsverkehrs in einem in den Park der Anstalt eingedrungenen Fremden. Siehe auch die Krankenakte beiliegende Anzeige, die bei der Polizei in Volterra erstattet wurde. ES-Behandlung. So hat man also die Wahrheit verheimlicht. Es war alles gut ausgedacht. Ja, kann man so sagen. Wenn es wirklich dieser Pfleger war, dann haben sie es wirklich gut sinniert. Wir haben ja Schriftstücke gefunden. Das war ja tatsächlich ein Pfleger, der dich... Vielleicht geht es ja gar nicht um René. Um die René jedenfalls. Ja, alles gut ausgedacht. Die Anstalt musste sich absichern. Warum denn verheimlichen? Ich glaube nicht, dass sie Angst vor dir hatten. Ihr wart allen vollkommen egal. Ich würde mal sagen B. Es war alles gut ausgedacht, um die Anstalt abzusichern. 13. Juni. Mussten sie ja irgendwie. Nach Aussage der Krankenschwestern ist sie nach Erhalt des Briefes ihrer Mutter in einen Zustand der äußersten Unruhe verfallen. Hat ihre Suppe auf andere Insassinnen gekippt, weil es ihr nervlich nicht gut ging, und hat einer Krankenschwester einen Faustschlag versetzt. Impulsiv zerreißt ihre Kleidung. Bei der Untersuchung benutzt sie grobe Schimpfwörter, sie schlägt und spuckt. Briefwechsel unterbinden, um bei der Patientin keine weiteren Unruhezustände auszulösen. 20. August. Am Bett festgebunden. Laut Bericht der Krankenschwestern ist die Patientin nach einem Besuch von Verwandten oder Bekannten äußerst unruhig. Seit 2 Tagen schreit sie immer nur noch ununterbrochen, sagt, dass sie ihr Befehle gibt, dass sie gehorchen muss, sich selbst wehtun soll und auch, nein, das ist nicht Charlotte. Besuchsverbot, am Bett fesseln, vermehrte ES-Behandlungen, bis sich Besserung einstellt. Kein Kontakt mit der Außenwelt. So wusste niemand, was hier innerhalb dieser Mauern vor sich ging. Die Briefe wurden ja auch nie zugestellt. Die Elenden dieser Welt wurde hier reingekerkert. Der Rest der Welt brauchte keinen Gedanken mehr, um sie zu verschwenden. Wer hier in Sasse war, der war für die Gesellschaft kein menschliches Wesen mehr. Das Einzige, was zählte, war, euch ruhig zu stellen. Weißt du nicht mehr, was passiert ist, wenn ein Brief ankam? Wie wagst du es, zu urteilen? Wer weiß, welche Qualen dir so erspart geblieben sind? Ja, René, was ist jetzt, ja? Aber... Schwierig. Kein Kontakt mit der Außenwelt, so wusste niemand, was hier innerhalb dieser Mauern vor sich ging. Ruhig, sei friedlich, nicht aufregen. Dich stellen wir jetzt erst einmal ruhig. Nur das zählt. Die Ruhe hat ihren Preis. Das Leben. Schön gesagt. Die Ruhe hat ihren Preis. Das Leben. Das schönste Zitat. Hunderte von unruhigen Geisteskranken in zu kleinen Räumen. Das Ruhigstellen, das war nur zu euren Besten. Gab es eine andere Lösung, ein normales Leben, wäre es sowieso nicht möglich gewesen. Nein, wäre es nicht, aber auf diese Weise konnten die da draußen es leichter akzeptieren. Damals gab es wahrscheinlich keine andere Lösung, als wenn man sich jetzt mal so in die damalige Zeit reinsetzte. Für die meisten Menschen gab es keine andere Lösung, als die verrückten oder auffälligen Kinder, Erwachsenen in solche Anstalten zu schleupfen und sie heilen, in Anführungszeichen, zu lassen. 1. März. Bewusstseinsklar, Orientierung in Ordnung. Auf Fragen antwortet sie. Laut Berichten der Krankenschwestern ist die Patientin ruhig. Sie wäscht und pflegt sich.
Ihren Behauptungen nach soll es eine Patientin namens Amara geben, die ihr zufolge verschwunden ist, seitdem sie in dieser Abteilung ist. Entspricht nicht der Wahrheit. Mit Wahrscheinlichkeit Regression der Halluzination. Verlegung in Erwägung ziehen. Ich soll Amara erfunden haben? Das ist unmöglich. Es gab sie wirklich, das weiß ich ganz sicher. Ich fühle es. Irgendwo müssen sich Spuren finden lassen. Wir können die Krankenakte im Archiv suchen, wo auch die Briefe der Mama lagen. Amara B., 32 Jahre alt, Hausfrau, Mutter von zwei Kindern, verheiratet mit Mario B. Sie war nicht verheiratet, aber auf dem Foto, das ist sie. 3. Juni 1936. Gestern eingeliefert, war in Begleitung ihres Mannes, Anzeichen von Besserung. 10. Juni. Fröhlich, heiter, ruhig, verhält sich anständig, pflegt sich und ist ordentlich. Entlassen am 8. Juni 1936. 28. April 1937. Wird von ihrem Mann gebracht, leidet an großer Nervenschwäche und Ängstlichkeit, spricht mit Mühe, zittert. Entlassen am 14. Mai 1937. 8. März 1938. Wenige Tage bevor René eingeliefert wurde. Sie war auch erst seit kurzem da, hat sie jedenfalls gesagt. Gestern eingeliefert, fiebrig, äußerst unruhig, entlassen am 14. März 1938. Sie ist nicht weggegangen, nein, nicht nach so wenigen Tagen. 22. Juni 1939. Erneute Einlieferung. Wieder einmal sehr schnell Anzeichen der Besserung bei der Patientin. Entlassen am 2. Juli 1939. 1. August 1941. Erneute Einlieferung aufgrund von großer Unruhe. Entlassen am 27. August 1941. Rein und wieder raus. Sie blieb immer eine kurze Zeit. In meiner Erinnerung ist sie immer bei mir. Ich verstehe das nicht. 4. März 1942. Noch hier, unveränderte Situation. 8. März 1942. Im Vergleich zu den vorherigen Einlieferungen erscheint die Patientin auch noch nach Tagen niedergeschlagen, obwohl Orientierung und Aufmerksamkeit in Ordnung sind. Entlassen am 25. März 1942. 2. April 1942. Die Patientin ist unaufmerksam schweigsam, zeigt kein Interesse. Ihr Mann brachte sie unter folgender Begründung. Sie ist nicht, Herr Doktor. Sie schläft fast immer. Ich mache mir große Sorgen. Sie kennen sie und sie können ihr helfen. 6. April 1942. Tuberkulose. Patientin in das Gebäude Maragliano verlegt. Isolierstation. Gegen 8.30 Uhr an Tuberkulose verstorben. Amara soll tot sein?
Meine geliebte Amara. Ich habe mich noch nicht einmal von ihr verabschieden können. Beiliegend ein Schreiben der Patientin. Wahrscheinlich im Delirium niedergeschrieben. Ich weiß, dass ich sterbe. Ich verliere so viel Blut, auch in mir. Eigenartig. Seit ich wieder hier bin, kann ich an nichts anderes denken als an dieses Mädchen. An ihre traurigen Augen, an ihre Verzweiflung. Ich habe sie nur kurze Zeit gesehen. Trotzdem ist etwas von ihr in meinem Herzen geblieben. Hallo? Ist sie noch hier? Hoffentlich nicht. Gott macht, dass es ihr besser geht. Dass ihre Mutter sie rausgeholt hat. In meiner Erinnerung ist es anders. Ergibt das irgendeinen Sinn? Täuscht mich meine Erinnerung? Die Dinge sind nicht wie in meiner Erinnerung, wie ich sie sehe. Aber sie hat immer gesagt, dass sie mich lieb hat. Wirklich, ich kann das nicht verstehen. Hilfe. Ich möchte mich nur von ihr verabschieden. Ein letztes Mal. Ich habe es ja nie tun können. Wie konnte je eine Seele in dieser Hölle überleben? Mein Wunsch, noch mal etwas zu fühlen, wie Schmerz, Leidenschaft, ist groß. Noch einmal fühlen die Tränen über mein Gesicht hin, sich erinnern, wie es war zu leben. Bin ich jetzt? Ist das der Friedhof, wo es begraben war, ist? Gott, das ist ein altes Auto. Ich kann hier rein, hat keinen Zweck, Sinn. Muss ich jetzt das Grab finden? Keine Hilfe. Woher soll ich wissen, ob es das von Amara ist? Auf diesen Kreuzen steht kein Name. Ich werde nie wissen, wer da begraben ist. Okay, ich brauche irgendeinen Namen. Einen Plan? Ah, ich glaube nicht, dass es so gewollt ist. Hier kann ich einfach durch. Ah, nicht durch fest, das ist okay. Ja. Ich brauche irgendeinen Plan, irgendeinen... Lagerplan vom Grab? Was ist das denn? Komisch. Hier sind keine Namen. Amara gibt es nicht mehr. Vielleicht hat es sie nie gegeben. Ich war selbst ja schon tot. Warum Bitte? Weitermachen?
Wir hören jetzt auf. Ich möchte etwas aufschreiben und hinterlassen. Ich möchte mich für den Schmerz entschuldigen, den ich verursacht habe. Am Eingang ist die Aufnahme. Da gibt es Papier und Stifte zum Schreiben. Eingang. Sie zurück? Hä? Ich suche Stift und Zettel. Lol. Eingang. Eingang ist die Aufnahme. Ich hätte gern alles, was ich tat, ohne Geschenk gemacht. Stattdessen habe ich es wieder getan. Ist hier der Eingang? Ich habe immer alles falsch gemacht und weitergemacht. Mit der Zerstörung meines Lebens und des Lebens meiner Lieben. Hier sind Tomaten. Irgendwie noch nicht so richtig. Meine Seele, nur Feindes und Sünde. Vielleicht muss ich hier weiter dann. Ich folge einfach mal den Weg hier jetzt. Mein Leben war ein einziger Fehler. Ich schäme mich so sehr für das, was ich getan habe. Scheint richtig zu sein. Ich verlor die Beherrschung. Ich konnte nicht mehr aufhören. War Opfer meiner Wut und Begierde. Wut? Einer schrecklich schmutzigen Begierde. Ach geh. Jetzt hör halt auf, dich selber so schlecht zu machen. Mutter, kommen Sie nicht. Ich bitte Sie. Sie wissen, wo der blöde Eingang ist, ne? Dieser Ort ist das, was ich verdiene. Die einzige Möglichkeit. Es scheint aber wenigstens länger zu sein. Ich habe nicht den Mut, um weiterzuleben. Du wirst dich jetzt echt selber umbringen. Ich töten. Nicht so. Wie nicht so? Ich bin grad. Musik. Nicht mit diesem Gefühl der Scham, das mich jeden Tag auffrisst. Ich bin hier. Gott, ich weiß, wo ich bin. Wirklich? Nicht mit diesem schrecklichen Gefühl, das sich in Angst verwandelt. Eingang. Nicht so. Ist entweder den Eingang oder den Eingang. Ich möchte niemals eine andere Mutter haben. Lassen Sie mich sterben. Aber keine Trauer, bitte. Vergessen Sie mich schnell. Aber vielleicht. Ich will dich nicht. Haben Sie mich ja schon längst vergessen. Nein. Du hinterlässt, glaube ich, jetzt einen bleibenden Eindruck bei mir. Zum Glück. Sag doch sowas, ne? Du hör halt auf mit so einem Scheiß, ey. Sehe ich dich dann wenigstens mal? Komplett? Meine ich, so wie du jetzt ausschaust.
Ich kann nicht. Ich kann nicht? Gott, da ist wirklich noch seine Insassenkleidung an. Blutest? Was ist hier los? Grundschule. Was ist das für ein Lied? Grundschule? Hat sich mit irgendeiner Stelle vielleicht gefunden? Glaube ich nicht. Hier so ein Ding, wo man nur gerade abgehen muss. Total stylisch das Lied. Oh, jetzt wird's immer älter. Oh, und immer deutlicher, wo ich eigentlich bin. Geht dann Zellen, Gefängnis. Okay. Wow. Die Blümchentapete. Meine Schulkameradinnen im Licht. 1 von 17? Okay. Hallo? Hübsch. Eine Katze kriecht durch meinen Mund, frisst mich von innen auf. Keine sichtbaren Spuren. Ja, wenigstens das. Ugh. Was ist ein Labyrinth hier? Das ist doch kacke. René ist höflich zu Don Bruno, aber er macht mir immer Angst. 3 von 17, muss ich jetzt echt 17 Bilder suchen? Was, ich will es gar nicht wissen, was das war, also, was das im Hintergrund ist. Ich mache viele schlechte Sachen. Ich sag nichts davon, aber Mama weiß trotzdem alles. Das sind Mütter, meine Kleine. Die wissen immer alles.
In der Schule lernt man viel und deshalb muss man hingehen, sonst lernt man ja nichts, oder? Warum ist das dann in der... Stellst du dir deine Schule wie Knast vor? Was ist das denn? Ein schwarzer Vogel pickt sich Essen aus meinem Kopf. Darum tut er auch so höllisch weh. Was war denn das jetzt so? Sterbe ich jetzt gerade? Oder so? Hä? Warum sehe ich nichts mehr? Ich kann auch kein Licht anmachen. Hallo? Was ist passiert? Möchte ich jetzt auch gern wissen. Was ist das für ein Ort? Vielleicht bin ich tot. Ich sehe kein Licht. Vielleicht bin ich tot. Ich kann nicht aufstehen. Was geht hier vor? Was geschieht mit mir? Hä? Hier ist niemand, aber ich höre noch Geräusche. Gott, mein Kopf tut so weh. Ich schaffe es nicht, die Augen offen zu halten. Oh, hallo, jetzt sehe ich hier nicht mal wegen Hintergrundstory. Interessant immer noch. Jetzt will ich wenigstens mal lachen, jetzt kann ich wieder reden. Interessant. Hallo. Da war das Geräusch. Was heißt das? Ah.
4. Mai 1942. Bei der Patientin gab es in der Vergangenheit Anzeichen von Suizidgedanken. Es blieb jedoch bei der Absicht. Gestern hat sie sich eine Schere mit der Spitze in den Bauch gestochen und dabei stark verletzt. Beruhigungsmittel verabreicht, festgebunden und in Einzelzelle verlegt. 10. Mai. Zur Beobachtung in die Abteilung unruhige Geisteskranke verlegt. Isolierzelle, Insulinkur. 25. September. Sie spricht gut auf die Kur an. Sie beantwortet Fragen und erinnert sich an das, was geschehen ist, will aber nichts erklären. Laut ihrer Angabe hat sie Gedächtnislücken. Es fehlen ihr ganze Tage, von denen sie nichts mehr weiß. Sie zeigt sich ängstlich, möchte beruhigt werden. Sie glaubt, monströse Dinge getan zu haben, in der Zeit, an die sie sich nicht mehr erinnert. November 1942. Die Patientin spricht wenig, verweigert das Essen. Sie wird über Nasenkanüle ernährt. 2. Februar 1943. Der Mangel an Heizöl und Nahrungsmitteln fordert viele Opfer in der Anstalt. Der Krieg macht vor niemanden Halt, noch nicht einmal vor diesen Irren. Obwohl sie noch jung ist, erkrankte auch diese Patientin wegen Kälte und Unterernährung. Es ist gruselig. Ich kann aber auch keine Taschenlampe mehr einsetzen, das nervt. Okay. Also das so, als vorhin die Anstalt damit nicht ausgeschaut. Okay, hier geht's rein. Oh, ein Filmprojektor. Filmabend. Alter. Hier drin lacht keiner. Ich meine so richtig fröhlich lachen. Wie dieses Gelächter der Irren. Lachen, weil man sagt, dass sie verrückt sind. Ich weiß aber eigentlich gar nicht, warum sie loslachen. Sie sagen ja, dass ich auch verrückt bin. Aber ich muss nie lachen. Vor einer Zeit haben die Leute über mich gelacht. Aber wissen Sie, die hatten ja recht. Man kann doch nicht immer nur nein. Dann lacht man eben, weil man Angst hat. Stimmt, oder? Dein Pech. Sowas passiert mir nicht, zum Glück. Alles nur Gerede, um zu glauben, dass sie besser dran sind. Aber da braucht man nicht beleidigt zu sein, weil das stimmt. Weil das ist, als ob sie Mitleid hätten. Dann aber denkt man sich doch,
lacht und glaubt, dass man besser dran ist, dass alles vorbeigeht, dass das hier ein Drecksloch ist. Das hier ist ein einziges Drecksloch. Oh ja. Sie wollen doch nicht behaupten, dass es nicht stimmt, oder? Nee. Sie sind intelligent, gebildet, nicht wie ich. Und wenn ich merke, dass es hier ein einziges Drecksloch ist, dann haben Sie es doch schon längst begriffen. Nein, stimmt nicht. Nein, nein, nein. Mir geht es gut hier, wissen Sie? Eigentlich kann ich hier machen und sagen, was ich will. Okay. Irgendwie nicht. Kann ich es aber nicht mehr anhalten. Kommt da jetzt noch was? Und? Okay, kann ich jetzt nichts mehr machen. Schade. Da hinten ist noch irgendwas. Das ist aber Videoprojektor. Okay. Ich wusste es. Dass irgendwo ein fucking Telefon klingelt. Keiner ran. 28. August 1942. Mitteilung über den Tod von Ada T., Mutter von René T., einer Insassin ihrer Anstalt. Angehörige unbekannt. Hochachtungsvoll Onofrio P. Mutter ist tot. Für mich gibt es niemanden mehr. Die Einsamkeit ist eigenartig. Sie macht alles zu gedämpft. So langsam. Ein Schrei ohne Ende und ohne Ton. Ein lautloser Schrei. Ich kann den Blick nicht mehr von mir abwenden. Ich werde hier nie mehr rauskommen. Da draußen gibt es niemanden mehr für mich. Diese Wände sind meine Haut geworden. Und die jämmerliche Verzweiflung hier drin ist meine stimmlose Seele. Wie gern würde ich etwas fühlen. Leben, Verzweiflung, Wut. Ich habe keine Träume, keine Tagträume und Gedanken mehr gehabt. Ich habe in einer Wirklichkeit gelebt, die mich innerlich zerfressen hat, mir alles genommen hat. Auch die Fähigkeit, Schmerz zu fühlen. Jetzt? Hä? Kann ich mich so... Komisch. Seltsam. So schaut das in Wirklichkeit aus. Alles. So kenn ich's. So soll der Eingang sein. Was ist denn? Ja, das ist genau. V.
Feuchte würden funktionieren. Irgendwas sagt mir das. Ist das mit der Maus noch? Und los halt. Und jetzt? Jetzt ist irgendwie die Gruseligkeit raus aus dem Gebäude. Alles Baustelle hier. Aber ich sag das irgendwie noch zu früh, glaube ich. Oh, hier hinten ist... Hey, das ist ja echt creepy, ne? Oh. Okay. Was ist das hier? Okay, schaut schön aus. Trotzdem. Charlotte? Alles voller Blut. Ich gehe mal hier lang. Also, Geschwindigkeit, so wie sie geht, ist echt nicht gerade schnell. 3 Jahre später. Und ich kann hier nicht raus. Ja, das ist ja wunderprächtig. Also hier ist die Tür aufgegangen. Ich muss hier raus. Das ist definitiv Fakt. Taschenlampe habe ich auch irgendwie nicht mehr mit. Oder gehe ich jetzt... Das ist echt blöd, ne? Ich habe 2 Wege. Ich gehe mal den Zug immer unten hinten. So offen ausschaut. Schaut irgendwie richtig aus. Hilfe kriege ich auch keine mehr. Ich habe keine Taschenlampe mehr, kriege keine Hilfe mehr. Auch kein Journal mehr. Was ist denn das? Gleich wird die Wand abbröckeln hier. So. So schön, dann bleibt ja nur noch eine Richtung. Also ich drücke schon wie blöd auf W. Irgendwie rennervös sind das. Steinbank. Darf ich raten? Ich muss nicht auf so eine blöde Bank sitzen. Du bist jetzt irgendwo... 5. Mai 1943. Okay. Nächster gesundheitlicher Zustand ist gut. Sie ist entspricht. Räumliche und zeitliche Orientierung in Ordnung. Kur abgesetzt. Kur abgesetzt, okay. 3. Dezember. Sie bittet berechtigterweise darum, die Heilanstalt verlassen zu dürfen. Verurteilung der Patientin Dauer 6 Monate. 2. Mai 1944. Entlassung verweigert, trotz Befürwortung des Psychiaters. Die Patientin verfügt weder über Wohnung noch Unterhalt. 4. Mai. Dass eine Entlassung unmöglich ist, wird ihr erklärt. René erfährt so, dass ihre Mutter vor 2 Jahren gestorben ist. Okay. 5. Mai. In der Nacht hat sie versucht, sich mit einem Laken zu erhängen. Sie wurde von einer Krankenschwester gefunden und konnte gerettet werden. Sie ist am Bett festgebunden. Jedoch erneuter Suizidversuch durch Ersticken. Alles zu? Es wurde eine Entscheidung getroffen. Transorbitale Lobotomie. Okay.
Ja, ist scheinbar richtig, aber... Was muss ich jetzt hier machen? Ah, okay. Hier geht's rein. Trans... Elektroschock, oder? Was ist... Oh Gott. Ah ne, das war ja... Ach, ja. Jetzt weiß ich, was das war. Das wird jetzt eklig. Nein! Bitte, nein, ich will das... Oh, das will ich sehen. Was unter den Laken ist, ja, das ist interessant. Aber nicht das! Alter, Hörgezwelt, das tut mir doch wieder weh. Ich will nicht. Lass mich raus. Lass mich raus. Der kommt gleich mit. Ach ja, ich wusste es. Nein, zeig's mir auch noch. Liebes Spiel, danke. Ich wollte mich zwar mal sehen, aber... Doch nicht so. Ah. Ah. Ih, pfui. Nein, das willst du wirklich nicht wissen. Die Operation ist gut verlaufen. Die Patientin ist ruhig, orientiert und bereitwillig. Bewegungskoordination gering, aber auf dem Weg der Besserung. Verlegt in die Abteilung ruhige Geisteskranke. Behandlung durch Dr. C. 25. Oktober. Sie redet immer noch von Amara und ihrer Puppe Charlotte. Anzeichen für eine leichte Besserung der gestörten Bewegungskoordination. Das Gehen fällt ihr schwer. Sie kann aber schreiben. Laut Bericht der Krankenschwestern benötigt sie Hilfe beim Anziehen, Waschen und Essen.
Im Sommer 1944 ist René in meine Abteilung zurückgekehrt. Geringe Bewusstseinsklarheit. Sie ist gleichgültig und spricht kaum. Einmal hat sie gesagt, wenn ich den Mut habe, in den Spiegel zu sehen, sehe ich ein junges Gesicht, das alt geworden ist und mich ängstlich anschaut. Sie ist völlig verändert, wenn ich an das Mädchen denke, das ich vor einigen Jahren bei mir in Behandlung hatte. Nur die Traurigkeit ihres Blickes und ihre Intelligenz sind unverändert geblieben. Sie ist noch so jung, erst 23, aber sie hat keine Lebenskraft mehr. Kann es sein, dass sich ihr Zustand bessert? Wohl eher nicht. Man hat ihr Leben einfach weggeworfen. Und niemand hat etwas getan, um ihr zu helfen, um all dies zu verhindern. Ja, somit haben wir The Town of Light geschafft. Das nehmen wir jetzt mit. Ganz verstörte, eklige Bilder, die ich 4 von 17 gefunden habe. Und Gemahnbeweis. Wo ist er? Komisch. Stimme war es doch. Bitte. Ich habe gern diese Erinnerung mitgenommen. Das ist eine bleibende Erinnerung jetzt. Solange werde ich die nicht vergessen. Ich hoffe, ihr hattet Spaß. Ich hatte verstörende Bilder. Ach, ist das eklig. Bis zum nächsten Mal. Tschüss.